Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Schalke-Karriere. Wir sind also zurück in unserer Main-Karriere auf diesem Kanal, würde ich sie mal betiteln tatsächlich. In der letzten Folge haben wir die Rückrunde begonnen. Tabellarisch sieht es ganz gut für uns aus. 5 Punkte hinter den Bayern, 3 Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Und gegen wen wir heute überhaupt so spielen werden, das klärt sich jetzt. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Er kommt und den Naldo 4-4. Heute stehen also zwei Spiele an, die ich selber spielen werde. Einmal gegen Leipzig und dann das vorletzte Spiel gegen die Hertha. Zudem seht ihr Highlights aus dem Ländertestspiel gegen Deutschland. Das werden nicht viele Szenen sein, außer ich werde die komplett abgeschossen oder ich schieße die Deutschen komplett ab. Da bin ich auch mal gespannt, mit was für einer Mannschaft die tatsächlich reingehen. Und gegen den Rest wird heute schnell simuliert. Deswegen gab es auf jeden Fall positive Rezensionen bezüglich der neuen Facecam-Position. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall immer bei eurem Bildschirm unten links sein, nicht mehr unten rechts. Wir sehen hier gerade Florian Krüger als Top-Torjäger. 18 Tore macht er in 24 Spielen. Ich glaube, der hätte nicht mal alle von Anfang an gemacht, oder? Dem Handwerker würde ganz gerne mehr verdienen aufgrund seiner Leistung. Und ich würde sagen, wir regeln das schon. Und das ist das Erste, was wir uns jetzt widmen. Wir werden mit dem Handwerker einen neuen Vertrag aushandeln. Und fürs Erste geht es also in die erste Partie dieser Folge hinein. RB Leipzig ist unser Gegner. Und mit der Formation werden wir reingehen. Kevin Schade von Anfang an. Auch ein Manager und ID von Anfang an. Bis gleich. So, mit ein herzliches Willkommen hier zum ersten Spiel dieser Folge. Florian Krüger, ja genau. FC Schalke 04 auswärts bei RB Leipzig. Auf jeden Fall das Spiel, wo zwei Vereine aufeinandertreffen, die höher in der Tabelle positioniert sind. Hier einmal das 4-2-3-1. Unter anderem Moise Kean vorne drin. John Stones, Simakon oder wie er heißt, André Lignon, Mukiele. Das ist eine sehr schwer überwindbare Viererkette. Und hier habt ihr das 4-1-2-1-2 von Schalke 04. Damit also rein in diese erste Partie der heutigen Episode. Auch gleichzeitig die erste Partie, die wir selber spielen werden. Sehen uns in Szene 1 wieder. Ich bin gespannt. Die Leipziger waren ja eigentlich auch immer eine der Mannschaften, die man über die Ausdauer knacken konnte, weil die ja einen immensen Ausdauerverlust über die Zeit hatten. Gab die erste Möglichkeit. Das ist Moise Kean. Legt den Ball nochmal ab für Jorginho. Der ist gewechselt zu den Leipzigern. Abseits. Wieder für Kevin Schade und der scheut sich mal nicht abzuziehen. Der erste Ball Richtung Leipziger Kasten. Es ging wieder über links mit Nico Gonzalez. Ball rauf, die rechte Seite, das ist Aydin für Costa, Thiago Thomas, da ist er, 1-0 für S04. Wunderbar zu Ende gespielt, dieser Angriff über links auf rechts und dann ist es Danny da Costa, der den Ball Richtung Mitte bringt. Thiago Thomas wartet im Rückraum, kann sich von Simakon lösen und das 1-0 erzielen. Gulagschi ohne Chance. Nächster Ball. Oh, das war stark von Florian Krüger. Der setzt sich durch. Und der will natürlich Tore und Tore schießen. Legt den allerdings quer. Thiago Thomas. 20. Minute 2-0. Das ist gut, dass Florian Krüger nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an den Willen der Mannschaft natürlich zu gewinnen. Dann ist so ein quergelegter Ball natürlich immer die sichere Variante. 2-0 Thiago Thomas Doppelpack. Und auch der Portugiese braucht diese Erfolgserlebnisse aufgrund der letzten Spiele, wo er wirklich nicht einmal getroffen hat. Das ist Nico Schlotterbeck, der rutscht Gott sei Dank vorbei. Das hätte mit Sicherheit eine gelbe Karte gegeben. Nicht der Anschlusstreffer. Das ist Muckman gewesen. Gerne natürlich auch meinen Schalkern am Sonntag den Daumen drücken. Ich denke mal, das Video wird am Sonntag kommen. Deswegen gerne den Schalkern heute die Daumen drücken. Oh, das ist gut. Thiago Thomas. Florian Krüger nicht mit von der Partie vorne. Das ist Gonzalez an die Latte. Och, schade. Ball jetzt doch nochmal über links. Die Chance. Lookman legt den nochmal zurück. Dani Olmo nochmal abgelegt. An die Latte. Komm, den hast du, Ortega. Wunderbar. Und hier sehen wir es schon. Guckt euch die Ausdauer der Leipziger an. Genau das meine ich. Ball über die linke Seite. Idriss Subaba. Thiago Thomas zum ersten, zum zweiten. Und er schnürt den Hattrick. Es steht 3-0 für Schalke hier in Leipzig. Wunderbare Flanke von unserem neuen Stammsechser. Idriss Subaba erst noch stark gehalten. Der Ball von Gulagschi. Aber er kann den Einschlag nicht verhindern. Thiago Thomas schießt heute 3 Tore. Jawohl, nächste Möglichkeit.
Ball auf die linke Seite. Florian Krüger wird gefoult. Es gibt Elfmeter. Es muss definitiv innen gewesen sein. Es wird Elfmeter geben für S04. John Stones foult Florian Krüger. Und den wird Florian Krüger hoffentlich reinmachen. Saisontor Nummer 19 für ihn ist die Frage. Jawohl, 4:0 für S04. Leipzig wird hier komplett auseinandergeschraubt. Und es ist einfach Weltklasse, wie Schalke das gerade spielt. Schöner Elfmeter getreten von Florian Krüger. Hat er selber rausgeholt. Macht er auch selber rein. 19. Saisontor für ihn. Aubameyang lässt den ersten aussteigen. Ganz rechts ist Danny da Costa frei. Ball Richtung Mitte geschlagen. Florian Krüger. Doppelpack auch für ihn. Und es steht 5:0. 20 Saisontore nach 25 Spielen. Der Typ ist on fire. Wunderbare Flanke. Der nächste Assist für Danny da Costa. Und Peter Gulaschi hat heute einen rabenschwarzen Tag. 5 Dinger kassiert er heute. Und falls ihr denkt, dass es vorbei war, nein, das war es noch nicht. Nassim Bujelab, Christiansen, nicht das Tor. Florian Krüger, es steht 6:0. Krüger und Thiago Thomas erzielen hier beide einen Hattrick. Und damit ist das halbe Dutzend voll nach 88 Minuten. Damit endet die Partie. Am Ende heißt es 6:0. 6:0 gegen RB Leipzig. Aber meine Frage ist jetzt, wenn 2 Leute 3 Tore schießen, wer bekommt dann eigentlich den Ball? Oder kriegen beide den Ball? Oder kriegt derjenige den Ball, der die 3 Tore als erstes geschossen hat? Ich weiß es nicht. Und das ist mal ein guter Start in die Folge, richtig? So, seit langem mal wieder ein monatliches Scouting-Update. Ich habe mal die Scouting-Abteilung in wilde Länder geschickt, unter anderem nach Ägypten. Hier scheint aber nichts dabei zu sein. Der hat ein gutes Potenzial, vielleicht ist ja was drin durch einen Positionswechsel. Jalmari Häkkinen. Wunderbar, 2,6 Millionen Torwart, das wird der neue Lukas Radetzky, oh mein Gott. Aber ich muss ganz ehrlich sein, wir werden wahrscheinlich Jens Lorenzen im Tor haben. Und der Typ wird seine Karriere nicht bei Schalke haben, das finnische Talent, was ich gerade bekommen habe. Denn ich will den auf jeden Fall für die Nationalmannschaft haben. Der Typ hat jetzt schon eine 65. Leute, ich habe 2 Neuverpflichtungen zu verkünden. Die werden allerdings erst im nächsten Jahr bei uns sein. Und zwar holen wir einmal Andreas Windheim von Sparta Prag für gerade mal 200.000 Euro. Im Vergleich wird dann Nassim Bujelab hinwechseln zu den Tschechen. Und ich verpflichte von Ulsan Hyundai aus Südkorea Lee Dong-kyung. Das sind nämlich 2 Spieler, die in Wahrheit im Winter zu Schalke gekommen sind. Und ich habe auch schon einige Rechtsverteidiger mit auf die Liste genommen. Hier zum Beispiel dieser Hugo Sique oder wie er heißt, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann habe ich noch Tarik Lamptey, Aaron Daniel, keine Ahnung wer das ist. Ich glaube nicht, dass das irgendein Region ist. Und Enrique Moyano von West Ham. Das zweite Spiel dieser Folge steht an. Wir gehen mit dieser Formation rein. Zu Hause gegen Union Berlin in der Felddienstarena. Eine Schnellsimulation. 1:1. Thiago Thomas trifft. 2,5 Millionen kriegen wir für Nacho Nunez. Werden wir annehmen. Viel Spaß bei Austin. Aus ihm wird nichts werden. Hat kein Potenzial. Das nächste Spiel steht an. Und zwar eine Partie zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Wieder eine Schnellsimulation. Oh mein Gott. 3:0. Thiago Thomas. Doppelpack. Und Krüger. Das war mal wieder ein deutliches Zeichen. Florian Krüger schießt jetzt also 22 Tore in 27 Spielen. Ist wunderbar. Und es sind auch nur noch 4 Punkte Rückstand auf die Bayern und ganze 6 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Also ich glaube mal, wir werden nächste Saison tatsächlich Champions League spielen und echt große Sprünge machen in dieser Karriere. Das hier sind die 3 Spieler, um die es sich handelt. Also hier haben wir Tarik Lamptey, spielt bei Brighton Hove tatsächlich. Und ja, Aaron Daniel und Enrique Moyano sind tatsächlich 2 vielversprechende Spieler, glaube ich, die man gut und gerne mal in Zukunft auf jeden Fall beobachten sollte. Aber zuerst heißt es Finnland gegen Ungarn, Teil 4. Das ist das 4. Spiel hintereinander, was wir jetzt als internationales Testspiel gegen Ungarn haben. Wir haben, glaube ich, wir haben einmal verloren, einmal gewonnen, einmal unentschieden und wir haben nochmal gewonnen. Jensen, Ivanov und Hämäläinen treffen gegen die Ungarn. Damit haben wir dieses wunderbare Ding, finde ich, für uns entschieden. Hier mal gegen Ungarn, ich fass es nicht. So Leute, damit rein. Ich bin mal gespannt, wie es sich spielen wird. Vor allem jetzt mal das 4-3-3 und Pekko Jemi vorne links hat ja bereits eine 77. Ist ja verliehen an Lille. Ich würde ganz gerne mit ihm planen ab der nächsten Saison. Oh, da ist das 1:0. Strammer Schuss. Es ist Antonio Rüdiger, oder? Ja, es ist Antonio Rüdiger mit dem 1:0 für Deutschland. Die Möglichkeit, erster Schuss auf das Tor kurz vor der Halbzeitpause. Wie gesagt, ich werde nur die erste Halbzeit spielen, habe ich mal spontan entschieden. Und am Ende wird es ein 3:1. Havertz und Volland treffen noch und Force
für uns. Der VfB Stuttgart ist unser nächster Gegner. Wieder eine Schnellsimulation. Die haben auch einen Hämmerlänen auf der linken Verteidigerposition. Immer gespannt. Jetzt hier gegen die VfB verlieren wir mit 1:0. Also wir sind längst nicht unschlagbar in der Liga. Hier wird eine Trainerstelle bei Real Madrid angeboten. Also Real Madrid würde mich ganz gerne als Trainer einstellen. Ich werde es natürlich ablehnen. Aber ich habe jetzt schon mal einen guten Titel für die Folge. Also ich weiß nicht, Real ist aktuell Tabellenführer bei sich in der Liga. In der Champions League spielt dann im Viertelfinale gegen Liverpool. Im Achtelfinale hat man die Bayern ausgeschaltet. Ich weiß nicht, aber sie wollen mich unbedingt haben. Ist krass. Die Hertha ist der nächste Gegner für S04 heute. Und das werden wir auch wieder selber spielen. Das ist eine wilde Formation, so wie Pizarro dort irgendwie komisch spielt. So, mit ein herzliches Willkommen zur letzten Partie, die wir selber spielen werden in dieser Folge. Es ist ein Auswärtsspiel bei der Hertha im Olympiastadion am 29. Spieltag. Das bedeutet, unsere erste Erstligasaison ist bald zu Ende. Und rein rechnerisch könnten wir zwei Titel holen. Den letzten Titel, den Schalke gewinnen konnte, war 2011. Das war der DFB-Pokal. Damals gegen Duisburg im Finale. Hier habt ihr einmal das 4-3-3, unter anderem mit Roland Soloy. Und hier unsere übliche Aufstellung. Ich habe mal den Hämmerlänen mitgenommen. Vielleicht kann man denen ja mal eine Spielminute geben. Also das letzte Spiel dieser Folge gegen Hertha. Gegen Hertha ist generell mal ein bisschen spannend. Die scheinen ganz oft immer gegen mich zu treffen. Oh, Christiansen bekommt den Ball auf der linken Seite direkt Richtung Mitte. Thiago Thomas war da. Florian Krüger, setzt er sich durch? Oh, was war denn das? Florian Krüger, im richtigen Augenblick. Thiago Thomas, der kann das Tor machen, macht ihn nicht. Nächste Möglichkeit, Christiansen, linke Seite ist komplett frei. Und die werde ich jetzt auch anspielen, nämlich Nico Gonzalez, genau auf den Keeper. Thiago Thomas geht jetzt mal auf die Verteidigung der Hertha zu. Thomas Orbean, Ball Richtung zweiter Posten. Krüger an den Pfosten, an die Latte, je nachdem. Puissance, das ist Idriss Subaba. Gute Übersicht für Florian Krüger. Der legt ab für Nico Gonzalez an den Pfosten. Wieder Aluminiumpech für S04. Oh, jawohl. Kein Foul an Florian Krüger mal wieder. Aber Thiago Thomas hat Tempo. Hat Tempo. Spielt dieses Tempo hoffentlich auch aus. Wo legst du denn den Ball hin? Och Mann, Tim Handwerker, der kam rauf. Linke Seite ist frei. Thomas Orbean stark. Und das ist Thiago Thomas, Mann. Ah, vielleicht ging nochmal was für S04. Über die linke Seite. Das ist Krüger. Krüger lässt den ersten hoffentlich stehen. Nein, der Ball ist geblockt. Der Hertha-Verteidiger lässt sich dort nicht beirren. Und am Ende bleibt es bei einem 0:0. Abschließend gibt es mit der B11 ein Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim aufgrund des Pokalspiels gegen die Bayern. Mal gucken, was es wird. Zu Hause ein 1:0 Erfolg. Florian Krüger darf mal wieder netzen. So Leute, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen, indem ihr ein Like unter dieser Folge da lasst. Gerne auch mal den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, mir unbedingt mal zu 600 Abonnenten helfen. Die Zahl steigt ganz langsam, aber bald haben wir es geschafft. Wir blicken jetzt natürlich noch einmal auf die nächste Folge und es wird die finale Folge dieser Saison sein. Das bedeutet, nächste Folge ist Saisonabschluss. Ich werde wieder zwei Spiele selber spielen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, ich werde diese vier Spiele hier mit reinnehmen. Ich werde nur einmal gegen Bayern spielen und ich denke mal, ich werde das Pokal-Halbfinale spielen. Und je nachdem, ob ich das dann gewinne, wird die zweite Partie, die ich spielen werde, das Pokalfinale sein. Oder ihr entscheidet euch dann also für entweder Mainz, Holstein Kiel oder Borussia Mönchengladbach. Ein weiteres Spiel werde ich davon dann noch spielen. Deswegen auch gerne unten in der Videoabstimmung abstimmen. Gerne auch Kommentare unter das Video reinschreiben, Transfervorschläge, weitere Anmerkungen zur Karriere, zu meiner Aufnahme generell. Was kann ich da verbessern? Schreibt es gerne rein. Wenn es nichts zu verbessern gibt, dann danke dafür. Und bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Falls ihr denkt, dass es vorbei war, nein, das war es noch nicht. Nassim Bujelab, Christiansen, nicht das Tor. Florian Krüger, es steht 6:0. Krüger und Thiago Thomas erzielen hier beide einen Hattrick.